Erfreut auch mit euch und vielen Dank. Ich schaue mir diesen Helm mal an. Erstmal kurz auf Sicht überprüft. Erstens, die Stelle, an der die Muscheln fehlen, sieht man da den Schriftzug? Ja. Und zwar ist ein bisschen verblichen. Reto. Reto. Das ist wahrscheinlich sowas wie eine Jahresangabe. Okay, zweite Maßnahme. Ich schaue, ob an anderen Stellen Muscheln fehlen, an denen vielleicht weitere Schriftzüge vorliegen könnten. Ein bisschen was abgekratzt. Das ist wahrscheinlich ein, ja, sowas wie ein Offiziershelm. Ja. Du schätzt, ja, Reto ist ein bisschen länger her. Mach mal eine Geschichtswissenprobe, eine einfache, dann kannst du es zuordnen. Ich glaube, wir stellen uns mal alle um Elgor rum. Ich habe ich das nicht gesteigert. Kann um das demonstrativ einsetzen? Sozusagen zu zeigen, dass wir jetzt eigentlich losgehen wollen, stehen wir uns alle um Elgor rum und werfen dann wieder die Schatten auf den Helm und ihn. Und wir möchten auch alle eine Geschichtswissenprobe schneiden. Ja, also Elgor steht im Schatten und kann deswegen nichts erkennen. Aber natürlich können die anderen dann ihr Wissen spenden. Und Kolje fällt ein, ja, das mag zwar sein, dass der vor 2 oder 3 Jahren geborgen wurde, aber der Helm ist sicherlich schon 40 oder 50 Jahre alt. Also Koljev kann das zuordnen, auch wenn er nicht so gerne in Reto rechnet, sondern viel lieber an Hal oder nach Bosvarans Fall, aber... Elgor, hast du was gefunden? Nun, wie gesagt, das RET war, wie ich bereits vermutet habe, Teil des Wortes Reto, was auf eine Jahreszahl hindeuten würde. Ich versuche gerade den Rest des Schriftzuges oder zumindest der Jahreszahl freizulegen. Okay, Meißel, haltet mal oder den Meißel, auf einen den Namen. Ich nicht. Und könnte dann 50 Jahre oder mehr sein. Ja, tretet vielleicht alle mal einen Schritt zurück. Du willst doch nicht mit diesem Ding auf das Heiligtum-Ding hauen, oder? Natürlich nicht, deswegen gebe ich ihn ja euch. Geht einfach da drüben hin, damit ihr hier nicht reinpackt. Ja, ich habe ja bereits festgestellt, dass es sich um ganz normale Muscheln handelt. Also träufle ich ein wenig Vitriol über die Stellen, wo ich Schriftzüge vermute. Muss das so dampfen? Es ist kein Feuer. Ja, du schaust doch mal bei dem, muss das so dampfen? Schaut dann nochmal der Geweihte ziemlich böse zu dir rüber und du verreibst dann nochmal schnell so ein bisschen das Vitriol mit deinem Handschuh, merkst, dass es dann auch so ein bisschen dampft. Aber du kannst auch einen weiteren, was ist das? An dem Schutzblech, was du die Ohren normalerweise abdeckt, kannst du erkennen, wie da so eine kleine Löwenstatue dran ist. Aber es ist Statue, einfach so eine Risszeichnung von, ja, wie so ein typischer Rondra-gefälliger Löwe. An dem Reto hin kann die Jahreszahl mehr dran, oder? Na, 4. Gut. Seht ihr hier diese Rondra, also diese Löwenfigur? Passt dazu zu Schwert und Schild hatten auch Löwen Symbole dran. Ganz recht, es wurden also Gegenstände entwendet, die der Rondra gefällige Symbole enthalten, aber dem Effa-Tempel gespendet wurden. Was willst du damit sagen? Das weiß ich noch nicht, aber das werden wir sicherlich herausfinden, wenn wir hinterher die beiden Diebe ausquetschen. Reto 4, helft mir kurz, wann war das nach Wasparan? Ja. Reto 4. 900, Vor vielen Jahren. Vielen Jahren, ich kenne mich mit den Kaisern des Mittleren Reiches jetzt nicht so sehr aus, muss ich gestehen. Wer tut das schon? Nun, Goliath, denke ich mal. In Reto, sehr euer Gnaden, kennt ihr euch mit den Kaisern des Mittelreiches aus? Ein bisschen. Wann bestieg Kaiser Reto denn den Thron? Kaiser Reto? Oh, einen Moment, da muss ich, er schaut so ein bisschen zu Isidore, überlegt, ob man den noch ansprechen kann. Na, trägt immer noch aus seinem Muschelhorn, lässt sich da gerade irgendwas einschenken, aus dem Delfinwasser. Ich glaube, der ist geboren 940 oder so. 940, dann hat er Bardo und Cella vertrieben und ist dann Kaiser geworden. 975 müsste das gewesen sein. 76, 75. Also wäre 79 oder 80 der entweder das Beschriftungsdatum oder ich vermute mal das Herstellungsdatum dieses Helmes. Reto war ja sehr darauf bedacht, dass sowas alles seine Richtigkeit hat. Jedenfalls, also wir haben einen Helm, ein Schild und ein Schwert, alle mit derselben Bemusterung und alle scheinbar in etwa im selben Zeitraum hier
hergestellt worden. Gehören die vielleicht zusammen? Was ist noch hergestellt? In diesem Tempel? Das eine ist, wurde vor 30 Jahren gespendet. Ich weiß nicht, wie alt es ist. Das eine wurde vor 20 Jahren hergestellt und vor 2 Jahren hier abgegeben. Und das andere, der Helm ist wahrscheinlich mindestens 50 Jahre alt. Wenn ich das richtig verstehe. Genau, 50 Jahre, so in dem Dreh, und vor 2 Jahren abgegeben. Und das Schild wurde vor 20 Jahren neu gefertigt und dann direkt hier abgegeben. Ihr habt nicht zufällig Rüstungsteile hier rumliegen? Naja, ein paar. Also, das, was man eben spendet. Rüstungsteile weniger. Also dieser Helm wurde uns gegeben, weil er im Wasser lag, und das Schild wurde uns gegeben, weil das wohl zu dieser Baronie passt und die das immer so machen, also diese Schilder anfertigen, und der wurde dann eben für die Schwester der Baronin. Die Schwester der Baronin ist irgendwo bei Alanfa untergegangen und deswegen hat man das dann Effert hier gegeben. Damit sie den Weg in Effert reich findet. Wir haben also einen Helm, ein Schwert und ein Schild, die alle drei dieselbe Symbolik aufweisen und sehr alt sind und im Wasser lagen. Ja. Fragen wir doch einfach mal unsere zwei Galgenvögel, was die dazu meinen. Gute Idee. Ah, verhören, das kann ich. Eine freundliche Befragung, ja. Freundlich? Macht man das so hier im Bornland, Miff? Also bei uns in Torwall, da sprechen die Fäusten und wer den härteren Schlag hat, der hat auch die härteren Argumente. Hat recht, ne? Ja. Und ich hatte ja mal ein Wässerchen, was ich mir bei Fragungen gut machte, aber wenn ich mich recht erinnere, hat einer von euch das damals für ein Pöllchen Schnaps gehalten. Schnaps tut's auch. Wir können gut, ja so lange mit Miss Kinnis abfüllen, bis sie reden. Meinst du? Aber ich weiß nicht, ob die sich dann nicht ein bisschen betrunkene Kinder und irgendwelche Hosen sagen immer die Wahrheit an. Ja, aber Mensch, wir haben die gestern hinter die Gitter gebracht und dann kommen wir heute mit was Meskines und sagen, ach, ist ja alles nicht so schlimm, wir wollen mit euch einen trinken. Kaufen die uns nicht ab? Ja, wie willst du denn die sonst? Festhalten und reinschütten. Na, das soll mir mal passieren. Also, kennt ihr euch hier aus in Nersand? Nein. Ein klein wenig. Die Stadtgarde, die hat ihr Hauptquartier im Rathaus. Das ist direkt am Marktplatz. Von hier aus in Richtung Nordwesten. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Aber wir werden es schon finden. Also, Dankeschön für alles. Wir kümmern uns jetzt darum, dass wir rausbekommen, was los ist mit diesen Leuten, warum sie einfach meinen, solche schlimmen Dinge tun zu müssen. Wie den Tempel zu überfallen und Feuer zu legen. Tut das. Den Worten nickt Koljev den beiden nochmal zu. Danke, euer Gnaden. Danke, euer Gnaden. Und hat natürlich die beiden Dingsgewandten angeschaut. Nicht du! Schaut dabei natürlich mal wieder unseren Kugelmann, der sich angesprochen fühlt, und geht dann raus. Sagt, euer Gnaden, ist heute Markt zufällig? Ja, also. Ein paar Leute sind auf dem Markt schon. Was wollt ihr denn da wissen? Ich bräuchte Dinge zum Pfeile bauen. Ja, also Pfeile bauen werdet ihr hier können. Aber seit einiger Zeit ist natürlich der Kontakt zum Mittelreich ein bisschen abgebrochen. Gerade aus dem Norden kommt auch nichts mehr, seitdem Lorana da oben sitzt. Aber aus Festungen kriegen wir noch ein paar Dinge. Und die Leute, die aus dem Norden hier in den Süden wandern, die haben natürlich auch immer gerade jetzt so Sachen für die Jagd. Ja, dann verlassen wir doch den Tempel. Gut, dann könnt ihr den Weg antreten, folgt den großen Straßen. Wirklich ausgeschildert ist es dann nicht, aber wenn ihr euch ein bisschen rumfragt, findet ihr euren Weg dann in Richtung des Marktes. Auf der rechten Seite könnt ihr sehen den Sitz der Kronvögtin und auf der linken Seite das Rathaus. Der Markt ist nicht sonderlich voll, liegt natürlich direkt an mehreren Hauptstraßen, hat gute Anbindung zum Hafen selber, auch zu der großen Hauptstraße nach Festum gelegen und auch von Norden könnte man direkt zu den Stadttoren blicken.
Aber ja, das Problem wurde eben angesprochen. Wirklich viel gibt es nicht mehr. Festum bzw. Bornland ist so ein bisschen eingekreist von den Heptarchen. Die Toprische See wird beherrscht von Xerans Piraten, gegen die ihr gekämpft habt. Im Osten, naja, da fängt dann irgendwann das Riesland an und da gibt es dann nur noch Ungeheuer, da überlebt quasi keiner. Also da kommt keiner her. Alle, die dahin wollten, kommen nicht zurück, werden wohl vermisst. Und im Norden sitzt Glorana, das ewige Eis, was sich dann schwarz verfärbt und weiter nach Süden ausbreitet, beherrscht da dann alles. Und naja, im Westen, da sitzen dann die Drachensteine, die Goblins, allerlei fieses Zeugs, also außer Nersand und Festum ist wirklich nicht viel geblieben. Naja, das Bornland. Das Bornland eben. Ja, ein paar einzelne Händler stehen dann da, du fragst dich kurz rum und findest dann auch jemand, der dir dann Dinge verkauft, um da dann Pfeilspitzen zu fertigen oder auch ganze Bögen. Ich brauche Schäfte. Spitzen und Federung habe ich noch. Perfekt. Ja, kannst du kaufen, dir dann abstreichen, wenn du magst, und dann nach und nach ja, alle wegbauen. Den nehme ich 5 Pfeilschäfte mit. Gut. Ja, das stolze Rathaus von Nersand ist ein sehr imposanter Bau. Zwei hohe Geschosse aus rotem Backstein, gekrönt von einem steilen Dach. Eine breite Vorderfront ist etwas länger als die gegenüberliegende kronvögtliche Residenz. Und die wohl eher aus schwarzem Marmor gefertigt, also nicht ganz so einladend. Die Fassade ist wie eine ganze Menge Fassaden hier mit blauen Kachelbildern geschmückt, die dann dieses Stadtbild prägen. Und ja, davor könnt ihr noch ein paar der Zünfte erkennen, die hier aber auch sehr verlassen aussehen. Ja. Ihr könntet dann das Haus betreten, wenn ihr wollt. Davor natürlich auch ein paar Stadtwachen zum Bürgermeister, beziehungsweise aktuell die Bürgermeisterin. Prenjascha Torvenen werdet ihr nicht vorgelassen, weil, naja, was wollt ihr da auch? Aber wenn ihr dann sagt, ihr möchtet gerne zur Stadtgarde, dann könnt ihr das tun. Die Wachen fragen euch dann kurz nach dem Begehr und wenn ihr denen dann sagt, dass ihr gestern dafür zuständig wart, dass diese Lumpen Roysto und Laris festgenommen wurden, dann werdet ihr auch zu einem kleinen Zellentrakt gebracht, die ansonsten sehr leer sind. Und in der einen sitzt dann Laris und der anderen dann Roysto auf einer Liege, immer noch schwer verwundet, wurde wohl auch verbunden. Ist wohl dann Koljevs Werk gewesen. Die Wachen haben da nicht weiter was gemacht. Und Laris sitzt da mit einer Beule am Kopf auf so einer Pritsche und schaut euch an. Ist Collier schon, Reust du schon wieder unter den Lebenden? Der liegt da und schläft. Er hat plus 20 Reaktion, der wird auf jeden Fall bei Bewusstsein wieder sein und kampffähig theoretisch, aber eben doch schwer geschwächt. Er ist ein NPC, der hat andere Regeln. Also Achso, ihm geht's jetzt kann gut, er er gar nicht meine lebt. Sternchen da auf ihn anrechnen. Ihm geht's gut, er lebt, er hat immer noch einen Verbund und ja, er ruht sich einfach aus. Laris ist ansprechbar. Hey da. Du hast Besuch. Hallo. Ja, was wollt ihr? Ja, ich meine, rate doch mal. Wollt ihr mich verkloppen? Ja, noch nicht. Warum geht jemand in Effa-Tempel, klaut und steckt ihn in Brand? Darauf stehen schwere Strafen. Ich kann da nichts für, ja. Ich habe zwar meine Laterne fallen lassen, aber das war nur, weil wegen dem. Ihr Deutet mal so ein habt die bisschen rüber zu Laterne fallen Korin. lassen, damit habt ihr den Tempel in Brand gesteckt. Ihr habt Wieso einen nehmt ihr Effa-Tempel entweiht. Ja, aber das Die sind wollte auch ich nicht. Es tut mir aber leid, okay? nimm halt keine scheiß damit ihr Laterne in das den scheiß glaubet, dass Tempel ihr das rein. nicht wolltet, müsst ihr uns davon überzeugen. Denn ihr wisst ja, auf Tempel entweihen steht die Todesstrafe. Das ist Was? ganz gefährlich. Seine Augen werden groß. Wie Aber klingt ihr knackt wollt doch, schon mal mit dass den wir ein Fingern? gutes Wort für euch einlegen und sagen, dass ihr das Ding abfallen lassen und nicht absichtlich zu Boden geschmissen habt. Davon müsst ihr uns überzeugen. Da brauchen wir eure Hilfe für. Ja. Und mit Hilfe meint er kein Bestechungsgeld, auch wenn er aus dem Süden kommt. Damit meine ich, Jawohl. dass ihr jetzt ein wenig erklären müsst, was da los war, was da passiert ist. Ihr wollt doch jetzt nicht nur wegen so etwas am Galgen hängen. Nein, 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 will ich nicht. Ja, das Also. wollen wir doch auch nicht. Frevel am Effa-Tempel durch Ertrinken. Was, die Fertig ertränken noch keinen. Das ist. Okay, ich erzähle euch das, was ich weiß, ja?
Tut das. Erzählt alles. Lasst nichts aus. Desto eher könnt ihr uns überzeugen. Denkt immer daran. Also, okay. Er hebt die Hände so ein bisschen abwehrend. Er sitzt in der Zelle, ne? Ihr könnt ihm nicht, also erstmal nichts tun, aber er ist so ein bisschen eingeschüchtert. Also wir wurden angeworben. Von Bosjew und von seiner Gari. So ein glatzköpfiger, so ein richtiger starker Kerl. Der hat uns angeworben in einer Taverne und hat gesagt, wir kriegen halt Geld von ihm, wenn wir Dinge aus dem Effa-Tempel holen. Hat gesagt. Warum muss das euch schlecht gehen, wenn ihr auf sowas einsteigt? Ja, er schaut dich so ein bisschen an, mustert dich von unten nach oben. Meine Eltern hatten nichts und man muss ja sehen, wo man bleibt. Meine Eltern hatten nichts, ich hatte nicht mal Eltern. Nur nicht die Geschichte. Was solltet ihr denn speziell klauen? Solltet ihr einfach nur irgendwas aus dem Effort-Tempel klauen, was aussieht, wie als wenn das Effort wichtig wäre? Nein, Rondra. Das habe ich ja nicht verstanden. Ja, soweit waren wir schon. Was habt ihr denn alles mitgenommen? Was war denn da alles für ein Krempel? Ja, wirklich viel Zeit hatten wir ja nicht. Ich war dann drin mit Roswo. Und, Heusto, das ist der Bruder von Roswo, der sitzt nebenan. Der ist zusammen mit Hilvi draußen geblieben, die wollten spähen. Und wir haben gesagt, wenn halt jemand kommt, dann wird gepfiffen und dann verziehen wir uns wieder. Und wir waren halt gar nicht lange drin. Wir haben den Pfiff gehört, sind rausgerannt. Ich hatte mir dann, also wir haben uns noch schnell Dinge gegriffen, aber... Naja, das sollte halt was sein, was von Rondra, so. Mit dem Löwen drauf, sagte Bosjew. Und er wusste gar nicht genau, was gebraucht wird, aber möglichst was von Rondra. Und ich weiß auch nicht, warum das im Effer, also, wir haben ihn auch gefragt, warum wir nicht in Rondra-Tempel gehen sollte. Ich meine, der ist ja auch hier im Süden, aber er sagte, das muss im Effer-Tempel liegen. Möglichst alt sollte es sein, sagte er. Dann habe ich mir den Helm gegriffen. Und, ich glaube, Roswo hatte dann ein Schild und ein Schwert oder sowas genommen. Einfach so, weil lag da rum und... Und wer ist dieser Boss hier? Kennst du den schon länger oder habt ihr den das erste Mal getroffen? Nee, Bosjew ist mit Gari zusammen in der Taverne aufgetaucht und hat halt nach uns gesucht. Also nicht direkt nach uns. Also, nach Arbeitswilligen. Ja, genau. Mhm. Roswo und Reusto sind wie gesagt Brüder und die ziehen immer was zusammen durch. Also in welcher Taverne habt ihr euch getroffen? Im Edlen, schaut so ein bisschen zu Boden. Die Wahrheit. Im Edlen Schiffer. Und warum schaust du dabei so zu Boden? Das ist daran so schlimm. Ja, also, da sind halt die ganzen Lumpen drin. So wie wir. Also gibt's da Kneipenschlägereien? Klar. Oh Junge, da müssen wir hin. Da müssen wir nicht hin. Wie hieß Taverne? Edler Schiffer. Der edle Schiffer. Das kann ich mir witzig, wie wir sie merken. Okay. Du hängst da also öfters rum. Und dieser Boss hier, hängt der da auch öfters rum? Hast du den schon öfters gesehen? Ne, der ist gekommen. Der ist wohl, glaube ich, ja. Der ist mit dem Schiff halt gekommen und tauchte hier auf und sagte dann... Hier. Nee, ich weiß nicht, wo der herkommt. Wie sah denn der aus, außer dass er so eine Glatze hatte? Der wuchs groß, ungefähr. Oder so. Nee, so groß, so und so klein und zusammen mit so einer Blonden, ich glaube, die nannte er Gari, ich weiß nicht, wie die weiter heißt. Bosjew und Gari, die sitzen da oder saßen da und haben dann halt gesagt, hier, wir bieten gutes Geld für alte Artefakte von Rondra, die im Effa-Tempel liegen. Ja, warum gehen die denn nicht selber hin und kaufen die dem Effa-Tempel ab, wenn die so viel Geld haben? Weil der Effa-Tempel so etwas nicht verkauft. Das solltet ihr doch... Ja, okay. Jemand außer euch sollte das doch wohl wissen. Naja, und wir sollten danach eben wieder zum edlen Schiffer. Also eigentlich wollte ich dann, als wir aufgeflogen sind, hieß es dann, wir ziehen uns erstmal woanders zurück, weil, naja, der edle Schiffer liegt halt direkt neben dem Effa-Tempel. Wo hättet ihr euch denn zurückgezogen, wenn ihr... aufgeflogen wird. Naja, wir haben gesagt, wir sammeln uns erstmal irgendwo im Norden. Wahrscheinlich auf dem Marktplatz. Da kann man sich dann eben wieder gut finden, aber gerade wenn es dunkel ist und neblig und von da aus ziehen wir uns halt wieder zurück. Ne? Je nachdem, ob wir verfolgt werden oder nicht. Und das hat ja eben, wie gesagt, nicht geklappt. Scheiße was. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, vom Effa-Tempel gehen wir nicht wieder direkt zurück zum edlen Schiffer,
Weil es sieht ja halt genau daneben. Apropos Scheiße was, werft nicht nochmal mit Borndorn auf Leuten, wenn die euch noch nichts getan haben. Sonst hab ich nicht so gemacht, was... ja. Ja, oder werft einfach auf Korim hier, der mag das. Oh ja. Er bringt euch danach um, aber er mag das. Also, wie gesagt, wir hatten hier diesen Auftrag und also, das war's. Kann ich doch nicht ahnen, dass das ist, also ja, okay, ich meine, wir brauchen halt Licht, wenn wir in so einen Tempel gehen und da helfen ja diese blauen Steine auch nicht. Deswegen habe ich diese Laterne mitgenommen. Aber dafür werde ich doch jetzt nicht, nur weil ich einmal falsch abgebogen bin in meinem Leben, ja, kann ich doch jetzt nicht ertränkt werden. Einmal, genau, oh, deswegen sitzt man im edlen Schiffer. Mhm. Ich meine, der Herr Elfhardt kennt doch Gnade. Manchmal. Wir warten jetzt mal ab. Wir werden diese Versuche und eure Aussagen zu verifizieren. Und wenn sie verifiziert sind, dann werden wir gucken, dass wir sagen, dass ihr den Tempel nicht in Brand stecken wolltet. Ja. Auf, dass wir schnell vorankommen. Aber dass ihr den Tempel investigativen Forschung. Dass ihr den Tempel bestehlen wollt, das steht immer noch im Raum. Das ist auch nicht viel besser. Ja, alte Dinger sind doch nichts wert. Auch wenn man die nicht kaufen kann, aber... Also sag mal, dieser Bosjev, der nicht von hier ist und wo ihr die Sachen hinbringen solltet, den solltet ihr im edlen Schiffer wieder treffen, hast gesagt. Hat er sich da auch irgendwie eingenistet oder ist er dann auf seinem Schiff? Ich weiß nicht, ob der ein Schiff hat, aber er kam zumindest mit dem Schiff an. Ach so. Ich glaube, ich weiß nicht, also er sagte, er will das dann eben am Abend wieder haben und ich glaube, die anderen haben ihm das dann gegeben, vermute ich zumindest. Also... Roswo hatte ja zumindest dann noch ein Schild und Schwert dabei gehabt. Oder habt ihr den auch noch gefangen? Nein, es ist nur... wie heißt ihr? Laris. Und wie heißt der Mann, der auch noch gefangen wurde, der so schwer verletzt ist, neben euch in der Zelle? Reusto, glaube ich. Reusto. Alles klar. Der simuliert nur. Ich glaube, der ist fast tot. Ach, Kurz, da schätzt er eure Kraft. Ihr habt den Mann sehr schwer verletzt. Was hast du gemacht? Du hast deinen Chorspieß, ne? Nee, ich hatte ihn mit dem Zweihänder angegriffen. Zweihänder. Ja, dann hast du ihm das von hinten in den Rücken reingerammt, sodass du vielleicht sowas wie die Niere oder sowas von hinten aufgespießt hast. Ja. Mit dem Sturmangriff von hinten. Sag ich ja, nicht schwer verletzt. Der wird sich wieder erholen. Dann schaut ihn an. Lares, möge die Zwölfe euch vergeben. Und möge Praios euch richten. Wir werden jetzt gehen, um zu gucken, dass wir eure Aussagen überprüfen. Wenn sie stimmen, bin ich gewillt zuzugeben, dass ich glaube, dass ihr nicht den Tempel in Brand stecken wolltet, sondern dass es ein Unfall war. Okay? Ja, das wäre zumindest ziemlich, ziemlich korrekt von euch. Weil ja. Sie haben den Tempel bestohlen. Das ist etwas, was sie auf jeden Fall getan haben. Aber darauf steht nicht unbedingt die Todesstrafe. Der Tempel kann immerhin noch intervenieren und kann sagen, dass diese Leute nur eine Strafe bekommen. Ja, kommt also noch auf die Stadt drauf an. Ich bin für Ertrinken. Klingt plausibel. Effert mit euch. Das wohl. Ups, ja. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, tut Buße. Ja, Praios vergib mir. Effort muss euch vergeben. Besser Praios darf euch bestrafen, ja. Entschuldigt, wen habe ich unterbrochen? Mev. Besser Effort, sag ich. Alles klar, ihr steht jetzt immer noch vor Laris und habt ja ungefähr so das mitbekommen, was er euch mitteilen wollte. Er hat noch ein paar Gebete zu Praios und zu Effert gesandt und wurdet jetzt gerade von der Stadtwache wieder aus diesem Zellenblock geleitet. Ja, was wollt ihr tun? Ja, mein Charakter würde jetzt erstmal die Gruppe nach Süden anführen. Zwischen der 16 und der 17 hindurch die Straße hier weiter entlang und ja, denkt sich so, man läuft einfach mal so hier entlang bis zu diesem großen Baum und fragt sich hier nochmal durch, wo man denn wohl die Kaschemme findet. Auf diesem Platz werden ja bestimmt um die einige Leute sein. Genau, natürlich stehen hier Leute,
Und wenn ihr noch einmal das Ziel erfragt zum edlen Schiffer, wird man euch sagen, an den Bäumen entlang in Richtung des Effer-Tempels gehen, kurz davor werdet ihr sie finden. Man rät euch allerdings von diesem Platz ab. Das ist eine Kneipe, die man eher meiden sollte. Völlig egal, ob man sich in der Stadt auskennt oder nicht, aber ja, das ist nichts für ein für wohlge ja, für edle Herren und Damen. Ich knacke mit den Fingerknöcheln und würde dann wickelnd auf die Schulter hauen. Na, das ist doch genau der richtige Ort für uns, oder? Klingt zumindest noch Spaß. Gehen wir. Danke, der gute Mann und die gute Frau und ja, die Götter mit euch. Gut. Steuerung F. Ihr habt das Gebäude selbst noch nicht betreten, aber könnt euch dann, bevor ihr reingeht, noch einmal das Gebäude ansehen. Das ist ein einzelstehendes, heruntergekommenes Haus. Ihr könnt auch riechen, noch bevor die Tür auf ist, dass es hier wohl nach alter Pfeife und abgestandenem Bier riecht. Auch davor die eine oder andere Lache, die nicht näher genau zu definieren ist. Es gibt auch dadurch, dass sie ja in der ohne weitere Häuser drumherum steht, an jeder Seite Fenster, sodass ihr hineingucken könntet. Auf der Vorderseite direkt vor euch eine Tür, das ist wohl auch die Haupttür, wenn man so will, würdet ihr hineingehen können. Moment, wie klingt? Lass mich einmal rumgehen, vielleicht kann ich etwas sehen. Was willst du sehen? Ich sehe ein Haus, eine ziemlich runtergekommenes. Was willst du sehen? Vielleicht sehe ich eine von den Personen, die ich gestern Abend gesehen habe, die wir gestern Abend gesehen haben, die geflohen sind. Wenn du ums Haus rennst? Ja, wenn ich so eine Person durchs Fenster sehe, weiß ich, dass diese Person vielleicht flüchten würde und die gehört definitiv in den Kerker der Stadtwache, oder bist du der anderen Meinung? Ach so, du wolltest durch die Fenster schauen. Ich habe gedacht, du guckst jetzt hier, keine Ahnung, ums Haus, ob hier irgendjemand rumlungert. Gute Idee, aber dann sollte jemand die Hintertür sichern und jemand die Vordertür, falls sie hier irgendwo raus wollen. Ich spanne mal meine Armbrust. Mit gespannter Armbrust in die Taverne rein. Also ich denke, ich werde mich mit Corim hier vorne an die Tür stellen und wir passen dann okay. Mev, dann gehen wir nach hinten. Ich gehe auch mit rein, das kann ich mir nicht. Hier, halt mal, ich drück ihm meinen Gorschwies in die Hand. Das ist aber jetzt, ich lehne ihn dann ganz vorsichtig an die nächste Wand. Also sobald er außer Sichtweite ist. Also wickelt, ihr beide geht nach hinten, wickelt Mev? Ja, die gut. Machen sich schon auf den Weg drumherum. Man nimmt euch zu und geht dann doch nicht außen rum herum, schaut dann Korim an. Korim, vielleicht solltet ihr jetzt vorgehen, als stärkster Mann von uns? Er knackt mit den genau deswegen. Knochen. Das wohl, aber passt auf, dass ich meine Waffen nicht ziehe, sonst, ihr habt gesehen. Ja, wir müssen Stadtrecht hier beachten, ihr habt recht. Ja. Ich habe meinen Chorspiel ja schon Elgor zur Aufbewahrung gegeben, also so schlimm wird es nicht werden. Apropos das hier vielleicht auch. Zieht das den Zweihänder hier, pass mal drauf auf. Ja, lehnt ihn neben den Chorspieß. Und kommt dann mit dir. Ja, man geht da rein. Der rote Umhang weht. Ja, wenn ihr die Taverne betretet, kommt euch auch nochmal ein ganz besonderer eigener Duft entgegen. Und ihr bemerkt, dass wenn die Tür aufgeht, die Gespräche, die bis eben hier stattgefunden haben, allesamt verklingen. Jeder hört mit seinen Gesprächen auf, man schaut kurz in eure Richtung und bleibt dann still. Auf der rechten Hand gibt es so ein paar Nischen, mit ein paar Leuten, die dort sitzen, und ich gebe einfach mal alle frei, auch wenn ihr noch nicht alle sehen könntet. Aber auf alle Fälle ist das Ganze hier schon zu dieser frühen Stunde gut besucht. Allesamt haben sie abgestandenes Bier vor sich stehen, und hier drin ist der Geruch noch ein bisschen strenger.